Hallo, herzlich willkommen zu meinen Monatsfavoriten. Fangen wir an mit Haarpflege, weil das ja ein Thema ist, was mich ständig beschäftigt und wo ich auch ständig neue Sachen ausprobiere. Und zwar habe ich drei Sachen für euch. Einmal eine Bürste, die ihr noch nicht gesehen habt. Und zwar ist das Off von Wet Brush. Ein Teilchen, so eine Paddle Brush, die man eigentlich dafür benutzen soll, den Conditioner unter der Dusche oder wo ihr euch die Haare wascht, also jedenfalls den Conditioner am nassen Haar zu verteilen. Deswegen hat der auch hier so eine putzigen kleinen Löcher, dass das Wasser sozusagen irgendwie sich hier nicht drinne sammelt, sondern eben abfließen kann. Ich benutze die aber tatsächlich zum Haare kämmen nach dem Haare waschen und auch zum Trockenföhnen. Weil ich, wenn ich die Haare halt nicht lockig trage, sondern relativ, also für meine Verhältnisse glatt haben möchte, dann muss ich sie tatsächlich föhnen. Ansonsten, wenn ich das Luft trocknen lassen würde, wäre es hier irgendwie so ein undefinierbar, leicht welliger, frissiger Mob. Von daher geht es leider nicht ohne Föhn. Und da habe ich noch ein Produkt, was mir dabei ganz gut hilft. Also den ganzen Friss und wie. Also ich habe jetzt nicht wirklich krause Haare, aber ich habe leider von meinem Papa eben nicht die schönen Locken geerbt, sondern so eine, wie ich schon sagte, undefinierten, unmotivierten Wellen, die irgendwann hier unten so anfangen. Und ach, die sehen einfach nur nicht schön aus. Sagen wir es mal so. Dieses Produkt jedenfalls steht bei mir schon etwas länger rum. Habe ich bis jetzt noch nicht benutzt, weil ich mir ja ansonsten die Haare auch nicht wirklich föhne, wenn ich sie lockig trage. Denn dann lasse ich sie halbwegs trocknen, roll die halt ein mit der Stirnbandmethode, die ich euch ja mal vor Urschleimzeiten gezeigt habe und die ihr bestimmt auch schon alle kennt. Und dann muss ich sagen, ist das Problem so mit dem Friss und so weiter halt nicht so dramatisch. Aber wenn ich die relativ glatt tragen möchte, wie gesagt, muss ich föhnen. Da benutze ich dann das gute Stück, weil zum einen eben dafür sorgt, dass der Friss so ein bisschen ja, kontrolliert wird. Und außerdem ist das gleichzeitig eben auch ein Hitzeschutz, was ja wichtig ist, weil ich meine, die Haare werden sowieso bei mir schon gequält. Wenn man also dann jetzt auch noch mit Wärme rangeht, was ich ja sonst immer zu vermeiden versuche, dann auch mit einem Schutzprodukt. Und dann habe ich noch was und zwar von Balea, dieses Trockenshampoo, was ich irgendwann mal mitgenommen habe. Und ich gestehe, ich habe es auch wirklich nur mitgenommen, weil da steht Erdbeerduft und habe mir davon nicht allzu viel versprochen. Finde das aber wirklich sehr effektiv. Einziger Nachteil, das ist halt auch eins der Trockenshampoos, wo man tatsächlich irgendwie diese weißen Rückstände hat. Das heißt, ihr müsstet das wirklich ziemlich gut ausbürsten. Das sind so eine Produkte, die, wenn ich die Haare lockig trage, für mich immer schwierig sind, weil ich dann nicht wirklich mit einer Bürste komplett durchgehen will, weil ich dadurch ja wieder die Locken irgendwie rauskämme. Aber jetzt so mit dem Glatt ist das wunderbar. Ja, macht die Haare so ein kleines bisschen stumpf, finde ich. Also wenn ihr es direkt aufs Deckhaar sprüht, deswegen vielleicht eher drunter. Aber ansonsten von der Wirkweise sehr gut. Und ich mag den Erdbeerduft auch total gerne. Jo, dann habe ich ein Peeling. Und zwar zur Abwechslung mal nicht das, was ihr sonst bei mir immer seht, sondern mal wieder das aus der Oil Therapy Reihe von Biotherm. Das hat kleine Zuckerpartikel zum Peelen. Ist also ein bisschen schrubbeliger als das, was ich sonst benutze. Mag ich aber wirklich sehr gerne. Ihr wisst ja, ich mag, was Körperpeelings anbelangt, so die Sachen, die wirklich sehr abrasiv sind. Und das ist es definitiv. Löst sich dann aber halt auf, aber auch nicht zu schnell. Das nervt mich bei vielen Produkten, die so in der Art aufgebaut sind, also sprich mit Zucker oder mit Salz, dass es einfach zu schnell sich im Wasser auflöst und man gar nicht Zeit hat, wirklich richtig schön zu peelen. Macht das hier nicht, sondern es löst sich langsam auf, hinterlässt so ein ganz kleines bisschen, deswegen auch aus der Oil Therapy Reihe, so ein ganz kleines bisschen einen Film. Also Film kann man es auch nicht nennen, aber die Haut fühlt sich trotzdem schon so ein Ticken gepflegt an, wenn man aus der Dusche kommt und es eben nur so die Haut, die Feuchtigkeit dezent abtupft. Und also wenn es nicht wirklich arschkalt draußen ist und meine Haut mega trocken, dann kann ich sogar mal nur das benutzen, ohne mich danach einzucremen, ohne dass ich das Gefühl habe, dass meine Haut jetzt irgendwie super trocken ist und ich permanent irgendwie an mir rumschrubbeln muss. Von daher auch eine Empfehlung. Der Duft ist zwar auch sehr angenehm, aber er riecht halt nicht so toll oder das Peeling riecht halt nicht so toll, also zitronig wie mein Lieblingspeeling aus der Le de Gommage-Reihe. Was habe ich denn noch? Dann machen wir noch weiter mit einer Handcreme.
Und zwar von Fig in Rouge, die Mango-Mandarin-Handcreme. Die riecht zum einen sehr lecker. Ich überlege gerade, wo ich die her hatte. Ich glaube, die kamen mal in der Glossy-Box. Gekauft habe ich sie mir jedenfalls nicht, da bin ich mir ziemlich sicher. Nichtsdestotrotz bin ich sehr froh, dass ich die ausprobieren konnte. Denn die hat eine ganz interessante Textur. Also sie sieht zwar aus wie eine normale Handcreme, aber wenn ihr die auftragt, hat es schon fast vom Gefühl her sowas Wasserartiges. Also dass sie ganz leicht ist, die verteilt sich unheimlich schnell, zieht in 0, nichts ein. Trotzdem habe ich das Gefühl, dass die Hände gepflegt sind, aber sie ist halt perfekt, wenn ihr euch mal schnell die Fingerchen eincremen wollt und dann aber gleich irgendwas anderes anfassen müsst, machen wollt oder so, wo man halt keine Zeit hat, darauf zu warten, dass irgendeine andere Handcreme, die halt ein bisschen länger braucht zum Einziehen, dass sie weggezogen ist. Und ich hasse es ja auch, wenn ich dann irgendwas anfasse, was vielleicht irgendwie sogar noch ein bisschen staubig ist, dann hast du gleich wieder den Schlonz da an den Fingernägeln. Von daher die perfekte Büro- oder wie gesagt, man ist gerade beschäftigt und muss aber trotzdem sich eben mal die Fingerchen eincremen, Handcreme. Kann ich nur empfehlen. Ganz toll. So, dann haben wir noch offen ein Pinselchen. Und zwar von Real Techniques den Setting Brush. Ein Pinsel, der bei mir wirklich ewig in 3 Tage verstaubte, weil ich nicht wirklich wusste, was ich damit machen soll. Also ja, er ist perfekt zum Highlighten, wobei ich eben wirklich kaum Highlighter benutze oder ausgesprochen selten. Zum Setten vielleicht für den Concealer unter den Augen, was ich halt auch nicht mache, weil meine Haut da schon sehr trocken ist und ich finde, dass das halt ab einem gewissen Alter, in dem ich bin, auch nicht unbedingt gut aussieht. Und ansonsten so für komplett übers Gesicht, also tut mir leid, aber ich benutze Puder wirklich sehr großzügig und da dauert mir das einfach zu lang. Also jemand, der nur so partiell ein bisschen, weil er vielleicht trockene Haut hat, der kommt damit sicherlich gut zurande, aber für mich wäre das nichts. Was lernen wir daraus? Eigentlich wusste ich mit dem Ding nicht wirklich was anzufangen, habe ihn wie gesagt ewig in 3 Tage gar nicht benutzt, weil. Und dann habe ich irgendwann ein Video gesehen, wo jemand dieses Ding für Concealer benutzt hat. Und dann dachte ich mir so, ja, dann versuchen wir doch das. Und dafür ist er wirklich gut. Also er ist schön fluffig. Ich weiß, dass viele dann auch sowas wie den 217er, also eher die kleineren Pinsel benutzen. Aber irgendwie funktioniert das bei mir immer nicht und es nervt mich auch ehrlich gesagt. Ich finde das immer so langwierig. Und der verblendet halt in 0, nichts den Concealer, ohne ihn jetzt so mega zu verblenden, dass schon wieder nichts mehr da ist. Von daher, wenn ihr den auch habt und sonst nicht wisst, was ihr damit anfangen sollt, dann versucht es doch mal mit Concealer, damit er auch mal benutzt wird. Ne? So, speaking of Concealer, habe ich diesen Monat besonders gern benutzt den von Soap and Glory, den Kick-Ass Concealer. Das ist dieser Aufbau mit einmal dem Puder drin und dann in 2 verschiedenen Concealern. Kleiner Spiegel ist hier auch noch. Zwar habt ihr ja einmal den für unter den Augen und der andere ist eher für irgendwelche Pickelchen etc. Also fürs Gesicht. Ich benutze den fürs Gesicht relativ selten. Den für unter die Augen dafür umso häufiger. Und ich fand den wirklich gut, auch wenn man den Eindruck hat, dass der. Oder ich denke mir meistens immer, dass ein Concealer, der in so einer Art von Verpackung ist, nicht so cremig ist wie vielleicht andere in Tuben. Der ist aber sehr cremig, lässt sich schön unter den Augen verteilen. Und ich hatte auch den Eindruck, dass die Haut unter den Augen bei mir dann irgendwie auch nicht so trocken aussieht und nicht ganz so faltig, wie sie es sonst zu tun pflegt. Ja, also wie gesagt, Concealer ganz toll. Der Puder. Ich überlege gerade, hatte ich den schon mal benutzt? Durchaus möglich, aber ist jetzt nicht so, wo ich täglich zugreife. Ich finde ehrlich gesagt auch den Aufbau nicht so ganz nachvollziehbar, weil der Puder ja eigentlich Step 3 ist, also der letzte und aber dafür ganz oben ist. Also nach meinem Verständnis nach hätte eigentlich hier oben der Concealer und dann macht man Deckel hoch und hat da den Puder. Egal. Ihr habt jedenfalls auch einen Puder drin, ihr habt einen Spiegel mit drin, ihr habt einen Concealer für einmal Gesicht und einmal den Augenbereich. Das Rundum-Sorglos-Paket sozusagen, was Concealer anbelangt. Und ich finde ihn sehr gut. Achso, Farbe ist natürlich die hellste Light Clear bei mir. Dann haben wir Tretretusch.
Mein Aldi Blush von Biokura in der 08. Ich glaube, die Farbe hieß Altrosa, auch wenn ich nicht finde, dass das Ergebnis irgendwie bei mir dann Altrosa aussieht. Also es ist ein relativ neutrales Blush, auch ein sehr gut pigmentiertes Blush. Also da kann man durchaus schon mal richtig gut reinpatschen. Es lässt sich aber trotzdem dann auch wieder sehr gut verblenden. Hat so einen leichten Schien. Also jetzt nichts Glitzerglimmeriges, aber man sieht halt schon dann wirklich so schön einen dezenten Glow auf den Wangen. Mag ich total gern. Also bin ich wirklich positiv überrascht. Die Farbauswahl war jetzt nicht mega. Ich glaube, da gab es noch zwei oder drei andere Farben. Aber 2,99 oder so. Also auf jeden Fall unter 3 Euro das Ding. Zugreifen. Kann ich nur empfehlen. Dann kommen wir noch zu der etwas teureren Variante. Und zwar, ich tue meine Lidschatten oder beziehungsweise der Kombi, die ich diesen Monat und auch letzten Monat schon sehr gern getragen habe. Und zwar meine MAC-Neuzugänge. Da haben wir einmal Quarry, dann Scene und Contrast. Contrast ist eigentlich ein Dunkelblau. Also nicht eigentlich, sondern Contrast ist ein Dunkelblau, wirkt aber fast schwarz und benutze ich halt anstelle von Schwarz, weil ich es irgendwie ganz, also den Effekt ganz schön finde, dass es zwar dunkel ist, aber dann irgendwie doch nicht so dunkel, wie Schwarz dunkel ist, falls das irgendeinen Sinn macht, was ich gerade erzähle. Und wie gesagt, in der Verbindung mit Scene, was eigentlich ein, also ich habe mir den vorher wirklich noch nie angeguckt. Ich weiß auch gar nicht. Ich habe bei MAC durch Zufall mal geswatcht und dachte mir dann so, hey, du bist ja richtig hübsch. Also er wirkt hier nicht wirklich überzeugend. Aber ich finde die beiden in Kombination mit, wie heißt so gutes Stück, mit Blackberry. Das ist der hier. Finde ich einfach total schön. Trage ich heute auch wieder. Ist halt meine komplett matte Kombination. Ich habe ja normalerweise immer eher so ein bisschen Schimmer auf dem Lid und dann halt irgendwas Mattes in der Lidfalte. Aber diese Kombination hat es mir wirklich angetan. Finde ich sehr schön. Und lässt sich halt auch super mit allem Möglichen kombinieren. Also lippenstiftmäßig seid ihr dann irgendwie nicht eingeschränkt, finde ich, da kann man eine Menge zu tragen. Und Quarry wollte ich euch nochmal ans Herz legen. Oder beziehungsweise es gibt ja auch unter Garantie bei Catrice irgendwas, was so ähnlich aussieht. Ist einfach ein sehr schöner Ton zum Verblenden, den ich auch wirklich mit, keine Ahnung, allem Möglichen. Also in der Kombination Scene und Contrast, wie gesagt, aber auch bei ganz vielen anderen Armus, die ich mache, benutze ich den immer zum Verblenden in der Lidfalte und finde den einfach sehr schön. So, ach so, hätte ich doch fast noch einen kleinen Kandidaten vergessen, Mensch. Wollte schon sagen, dann sind wir durch. Nein, sind wir nicht. Ich habe noch einen für euch. Und zwar, also diese Farbe ist jetzt sozusagen exemplarisch. Es geht mir eigentlich eher um die ganze Linie von P2. Und zwar vor allem diese Volume Gloss Gel Look Polish. So rum. Zum einen finde ich die Farbauswahl sehr schön. Also den hier finde ich zum Beispiel mega. Habe ich auch drauf. Ist übrigens schon Tag 6. Also ignoriert bitte, dass die beiden Nägel hier irgendwie nicht mehr so gut aussehen. Das liegt tatsächlich daran, dass der Nagel darunter nicht so gut aussieht. Denn ansonsten, wie ihr erkennen könnt, hat der auch an Tag 6 kaum Tippwear und sieht auch ansonsten wirklich noch verhältnismäßig gut aus. Was mal wieder beweist, dass es in der Regel dann nicht an der Formulierung des Nagellacks liegt, sondern eher
daran, wie gut oder auch nicht gut eure Nägel sind. Jetzt muss ich mal spontan mal die Fingerchen abschmunzen. So geht das ja gar nicht. Was ich zu dem Lack sagen wollte oder beziehungsweise zu dieser ganzen Reihe sagen wollte, warum ich die so mega finde, ist halt zum einen, wie gesagt, dass die Haltbarkeit sehr gut ist, aber am besten ist einfach dieses Bürstchen, was ich ganz großartig finde. Meinetwegen könnte jeder Nagellack mit so einem Bürstchen kommen, falls ihr den noch nicht kennt. Das ist eben ein sehr, doch schon dickes Bürstchen. Kurz, sehr stabil und ist unten so ein bisschen rund geformt. Und ich finde, dadurch lässt sich der Nagellack unheimlich gut auftragen, also sehr schnell. Man kann damit sehr gut, finde ich, am Nagelbett, also diese Form so ein bisschen irgendwie nachzeichnen. Ich weiß nicht, vielleicht geht es euch ja auch so. Manchmal, wenn die Pinsel halt so gerade sind und vielleicht auch noch relativ puffig, fluffig, dann finde ich es immer schwierig, hier eine vernünftige, saubere Linie hinzukriegen. Aber mit diesem doch relativ flachen Pinselchen, der da dran ist und dadurch, dass er so ein bisschen rund ist, kommt man einfach sehr gut hier in diese Rundung rein. Also man kann dann hier so dezent ansetzen, schiebt ein bisschen nach hinten und dann malt sich das irgendwie ganz kinderleicht wirklich. Also selbst jemand, der nicht so mega talentiert ist mit Nagellack, also ich zähle mich definitiv nicht dazu. Ich bin ja auch Rechtshänder, habe dann also mal entsprechend das Problem, wenn ich mit meiner linken Hand rechts lackiere, dass ich sonst immer denke, oh Mann, das geht ja überhaupt gar nicht, da soll bloß keiner zu genau hingucken. Aber mit diesem Bürstchen habe ich den Eindruck, dass sogar ich es irgendwie hinkriege, meine rechte Hand so zu lackieren, dass sie vorzeigbar ist. Von daher, also ja, gut ab H2, habt ihr ganz toll gemacht und aus der Linie möchte ich bitte gerne noch mehr Nagellacke sehen. Nicht, dass ich noch mehr Nagellacke bräuchte, aber ihr wisst ja, wie es läuft. So, dann haben wir es jetzt aber tatsächlich geschafft. Ich wünsche euch ein zauberhaftes Wochenende und wir sehen uns hoffentlich bald wieder. Bis dann. Tschüss.